dann auch Polizisten überfahren. Egal, dieser Polizist, der. Auch nur. Should be easy. Where you headed? Few locations off the Morningstar documents from the lockbox. I thought Shawnee was helping you with this. Fuck that. You're a better shot. Yeah. Kannst du mir helfen? Mhm. Pierce muss warten, der Zigarette stopfen ist wichtiger. Ach ja, kann ich auch einen Schluck trinken oder was? Kommst du in einem Moment ohne mich klar? Dann werde ich mir jetzt eine Flasche Wasser holen. Das sind nur fucking Pierce! Ich darf mir das verrecken! Alles kaputt. Wieder da. Hä, was? Mann, hier gleich alles kaputt. Was ist eigentlich mit Pierce los? Du, ich glaub, der hat sich festgebackt. Nein, nicht auf ihn schießen! Jetzt hat er sich nicht mehr festgebackt. Ich wollte, dass die Dinger dann eigentlich rammen. Ja, wir mussten aber ein paar Mal auf ihn schießen, damit der wach wird anscheinend. Vielleicht ist er am Steuer eingeschlafen oder so. Du weißt so, wie Pierce ist. Ja. Pierce, kann sowas schon mal passieren. Gott, ich vermisse die Szene so zwei Tage. Wieso? Weil dann der Anführer das jetzt so ein viel größerer Arsch zu Pierce war. Aber er muss doch gar kein Arsch sein. Außerdem, Pierce ist doch gerade da irgendwann ab der Mitte erst beigetreten, oder nicht? Nein, ich weiß noch, diese dämliche Mission mit dem Abschleppwagen, die hat mich so angekotzt. Die war so dermaßen scheiße. Ah, ja, ja, müssen wir irgendwann mal explain. Aber erstmal hier weiter. Ich weiß auch, in Saints Row 2 gab es noch richtig geile Endkämpfe. Gegen diesen Samurai-Typen mit dem Schwert zum Beispiel. Ja. Das war schon geil. Aber ich habe Saints Row 2 nirgendwo mehr für einen PC gefunden. Wo hast denn du das gekauft? Bei uns im Laden. Willst du mich verarschen? Ich guck mal nachher nochmal im Internet genauer, ob es das noch irgendwo gibt. Ich hab's nämlich nicht mehr gefunden. Die einzige Scheiße an, das ist beziehungsweise versehen so, ist die Tatsache, dass es die Zusatzmission nicht gibt. Was für Zusatzmission? Es gab jetzt DLC noch ein paar, so zwei, drei extra Missionen, die man kaufen konnte. Echt, oh, die hatte ich ja auch nicht. Aber was bei Saints Row 2 auch schwer aufzutreiben ist, ist glaube ich die Uncut-Version. Weil die deutsche Version suckt ja richtig. Ja, weißt du ja gar nicht. Die deutsche Version suckt richtig, richtig, richtig ab. Weil du erschießt da jemanden und er löst sich binnen einer Sekunde oder weniger in Luft auf. Dieses Spiel hat kein Blut, gar nichts, aber dieser Typ löst sich innerhalb einer Sekunde oder weniger in Luft auf. Einfach nur in Luft. Die fallen nicht mal richtig zu Boden, dann sind die schon in Luft aufgelöst. Das ist die deutsche Version von Saints Row 2. Welcome to Germany. Richtiger Abfuck. Theoretisch könntest du dir ja die Peggy-Version kaufen, oder? Ja, habe ich damals dann auch nochmal für die PlayStation 3 nachgeholt. Aber jetzt für den PC habe ich den nicht mehr gefunden. Ich muss mal gucken, ob Games Only die hat. Also damals hatten sie sie noch nicht. Das ist aber auch jetzt schon länger her, dass ich danach geguckt habe. Vielleicht haben sie sie ja mittlerweile. Wow. Ja, das ist ja kein, du siehst zwar, das ist ein doofer Köder.
Fucking Pierce. You faggot. Wow, wow, wow. Das war knapp. Und ich weiß noch, ich hatte in Saints Row zweimal so einen Bug, dass eine Leiche von einem Gegner in meinem Auto hinten auf dem Rücksitz festgehangen hat, in der Uncut-Version. Und die ist dann während der Fahrt die ganze Zeit da hinten rumgeflogen. War bei mir auch. Das ist einfach, weißt du, wenn du vorher die deutsche Version gespielt hast, ich habe ja vorher mit Freude schon die deutsche Version gespielt, obwohl da sich die Leichen sofort aufgelöst haben, dann ist sowas für dich einfach mega geil. Wenn da so eine Leiche hinten auf dieser Rückbank ist und einfach die ganze Zeit da hinten rumfällt, weil, keine Ahnung, weil es einfach in der deutschen Version nicht funktioniert hat. Wie hast du das immer gemacht mit den Respektspunkten? Weil das war ja noch das einzig Beschissene an Saints Row 2. Ich stehe in dem Betonklotz drin, sehr gut. Wo bist du? Ich komm mal raus, dass ich töten kann. Warte, komm mal zu mir, komm mal zu mir, vielleicht kommst du irgendwo raus. Ich guck hier raus. Hier ist mein Kopf. Kannst du sehen? Warte. Kann ich dir wehtun? Kann ich dich irgendwie töten? Ich war gerade eben schon mal, warte mal kurz. Ich will mal gucken, wie die Parallelwelt hier aussieht. Ich kann mich aber auch selbst umbringen. Okay. Ich habe hier nicht viel Platz, wo ich rumlaufen kann. Okay, knall. Warte, komm doch mal zu mir. Und töte ich mich Granaten. Hä, du bist ja auch tot. Oder ja, ich bin außerhalb. Ach so. Töte dich mit Granaten. Töte dich mit Granaten. Ich habe nicht so viel Granaten. Bam. Verdammt, es hat nicht gereicht. Du musst hochkommen. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu inkompetent. Of course you are. Warte. Leck in mein Gesicht. Siehst du die Verzweiflung, die pure Verzweiflung. Was denn dein Gesicht ist Verzweiflung? Daniel, das ist kein Grund zur Verzweiflung, weil du fett bist. Ah. So, und? Es hat sich toll. Knall mich ab und lass mich verrecken. Na, komm zurück. Ich bin noch hier. Ja, ich sehe dich nicht mehr. Komm. Kann nicht sein. Ich sehe nur deinen Balken. Ich kann dich nicht töten. Au. Ich versuche mich gerade selbst umzubringen, okay? Au. Mein Deck! Es funktioniert nicht, ich kann mich nicht selbst umbringen. Wie du siehst, mein Balken nicht, ich bin noch hier an der Oberfläche. Ach, jetzt seh ich dich, komm zurück! Verdammte Scheiße! Sag mal, Kack! Ey, ich kann dir nicht wehtun! Ja, mir fällt doch gerade mal so ein auf, dass ich gar keine Lebensanzeige mehr habe. Verdammt! Ich bin unverwundbar! Okay, musst du kurz aus dem Spiel raus und wieder rein. Saints Row, du verkacktes Kackspiel. Kannst du nicht einmal funktionieren? Ah, jetzt. Ich hab's hingekriegt. Ich hab mich umgebracht. Wie immer ich das getan hab. Ich bin gegen eine unsichtbare Wand gesprungen und hab den Fallschirm aktiviert. Und dann bin ich gestorben. Ich glaub, ich hab's richtig gemacht. Ich kann aber auch gerade nicht nach oben gucken, um zu gucken, was du gerade so machst. Aber ich bin hier gerade so schön am Sterben. Du kannst ja mal was markieren auf der Karte oder so. Ja, ich fahr schon zur nächsten. Gut, gut. Herausforderung. Gut, 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 gut. Oh, Miss Dad. Roter Bildschirm, roter Bildschirm, roter Bildschirm. Gut, ich habe jetzt. Ja, weil du mich ja gefragt hast wegen dieser Respektsache. Achso, ja, wie hast du, ja. Ich glaube, ich habe damals zuerst zwei Missionen gemacht, also vollendet von diesen Nebenmissionen. Und dann habe ich. Komplett vollendet? Ja, komplett. Welche? Erstmal diese eine Fass- und eine Vandalismus-Sache. Und ich glaube, eine Amokfahrt habe ich gemacht. Echt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich habe immer die Prügelmissionen gemacht, weißt du, die in dem Ring. Ja, die habe ich auch gemacht. War lustig. Die habe ich bis zum ganz zum Ende durchgemacht. Da gab's auch, glaube ich, wenn man die ganz bis zum Ende gemacht hat, immer einen Bonus oder sowas, ne? Ja, du kriegst, wenn du Level 3 beendest, einen Bonus, und wenn du Level 6 beendest, einen Bonus. Also quasi bei jeder Nebenmission. Ja. Quasi, was jetzt halt eben Upgrades mit Respekt ist. Ja, was jetzt die Upgrades sind, war da noch für die Nebenmission. Ja. Und irgendwann habe ich dann meinen Stil-Level auf Level 4 oder 5 hochgejagt, und dann war es eigentlich ein Klacks. Ach ja, Versicherungsbetrug. Aber jetzt haben wir wenigstens Verkehr. Ich nehme den in 500 Metern Entfernung. Ja, man braucht ja nur. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Du musst. Ich habe das Spiel beim ersten Mal in der deutschen Version nur durchgespielt, indem ich die Brawler-Mission gemacht hab. Also die in dem Ring. Die gibt's ja zweimal. Einmal im Gefängnis und einmal noch in der Arena. Und die habe ich beide bis Level 6 jeweils gemacht. Und da hatte ich genug Stilpunkte, um das ganze Spiel durchzuspielen. Ja. Also wirklich alle musst du nicht machen, aber ein Teil Ja, wäre alle nett. Brawler-Missionen. Musste ich schon machen, also. Ja, ein paar Nebenmissionen und gut ist. Ja, meine ich ja. Ja. Ich habe fast gemacht, weil du nämlich gleich am Anfang dann endlich Pistolenmunition hast. So, ja gut. Pistole. Plus, die war in der Nähe von Johnnys am Haus, von daher. Oh ja, ich bin gerade an was ganz Großem dran. Okay. Ganz groß. 61.000. Das ist doch schon was. Yeah, und oh yeah. Okay. Ah, verdammt. Ah, verdammt. That's gonna cost you. Geil. Ah, verdammt. Oh yeah. Oh. Nein. Oh. Ey, yo. Ja, schon Auto. Oh shit. Ich frage mich, was sich die Leute denken, wenn ein Typ mit meinem Aussehen vor ihr Auto springt. Keine Ahnung. Oh, what the fuck, wo bin ich denn jetzt Aber gelandet? bei mir hat sich voll das Chaos gerade gebildet an der Kreuzung. Oh. Ah. Kacke. Ja, Ha. es funktioniert wenigstens besser als. Ja, auf jeden Fall funktioniert es besser als gerade eben. Ja, dann sehe ich fast schon. Oh. What Ah, oh, wir haben es the geschafft. fuck? Achso. Okay. Sehr gut. Ja, das andere kriegen wir bestimmt auch irgendwann hin. Wollen wir es nochmal versuchen? Lass uns erst noch den kleinen Bereich hier oben fertig machen. Oder gibt's hier nichts mehr? Doch. Hier könnten wir den ganzen Bereich voll machen. Oh, siehst doch schon mal was. Dann nehme ich mal ein Taxi. Ja, wo darf ich dich denn hinbringen? Na, bringen Sie mich zu, wie heißt es? Pickpocket Pawn Shop, bitte. Wir sind da, Junge, das Oh. kostet hier 1 Million Dollar. Das ist ja Pickpocket Pawn Shop. 1 Million Dollar, Sie müssen ihn bezahlen. Nichts bezahlen, Scheißdreck, ich klau dein Auto, Wichse. Nein, tust du nicht. Doch, tu Jetzt ich bin voll. ich Taxigast, fahr mich zum Rimjobs, du Arsch. Was ist ein Riemenjob? Ein Tuningladen, ich muss was ausschrauben gehen. Bitte, kommen Sie. Fahren Sie da hin. Sag mal so zum Taxifahrer, ich muss was ausrauben. Was ist das, was so Versicherungsbetrug? Na, oh, schauen Sie, da ist der Riemenjob.
Das ist nicht deren Job, den ich haben will, du Arschloch. Das ist doch nicht der richtige. Natürlich. Bei der Rim. Achso, du willst den Rim-Job. Rip-Jobs, hab ich gesagt, du Vollidiot, aber das ist doch okay. Ist ja doch alles okay. Bitte, sie kurz. Gib mir deine Kohle! Gib mir deine Kohle, du Arschloch! Was ist denn hier los? Jetzt vor, du Arschloch! Vor! Was warten Sie auf mich? Ich hab hier gerade eine Bitch! Was ist immer die Bitch los? Was ist denn hier los? Hä? Lassen Sie mich zu einfach, Sie Hörungsbetrug! Was ist denn hier? War hier was? Egal. Was denn für ein Versicherung? Wir haben sogar zwei Hubschrauberangriffe. Das sind zwei Hubschrauberangriffe. Ja. Hä? Ja, jetzt da unten, wo auch der Versicherungsbetrug ist, zwei weitere Nebenmissionen. Jetzt machen Sie! Ja, ich muss es auf der Karte markieren. Sonst hab ich dir gestern gesagt, ich hab Frauen und Kinder, muss 1 Million Dollar verdienen, du Arsch! Frauen und Kinder und ein. Hey, jetzt laufen hier überall Saints rum. Hey, cool. Voll fett, Alter. Das hier ist sowieso ein Bereich, den wir eigentlich schon längst erobern dürften, ne? Weil hier den Bereich, der gehört ja keinem mehr. Weder dem Syndikat noch ja, Quatsch, Syndikat doch, ist ja das gesamte Ding. Du bist am Versicherungsbetrug vorbeigefahren. Aber ich hatte keine Lust zurückzufahren. That was easy. Also weder dem Syndikat noch den Deckers noch den Bronco Donkos. Den Lutscher, es gehört immer noch den Morgenstern. So ja, eigentlich ja nicht, weil der Anführer ist ja schon tot von dem Morgenstern. Ja, aber jetzt sind ja die DeWitt Sisters. Ja, aber denen gehört ja der Bezirk rechts. Und nicht hier der Bezirk. So gesehen. Oder? Okay. Dann gehe ich diesmal mal zu einer anderen Kreuzung. Aber wohin? Ja, Mama, hier. Ah, die hast du schon, okay. Nämlich die da oben. Ah, fuck you. Was ist denn das für eine Kreuzung da hinten? Oh, die könnte doch gut sein. Die könnte gut sein. Ah. Okay, das sind ja immerhin schon mal. Wow, okay. Gut. Aber warum kriege ich keine doppelte Punktzahl? Ich dachte, ich bin in so einem mal 2er Bereich, dann müsste ich doch auch doppelte Punktzahl kriegen. Jetzt haben wir wenigstens Verkehr. Ah. Wow. Ja, springen wir alles drüber, hast ja recht. Ah, yeah. Oh, Mann.